Casino gearbeitet? Ja, eine Mitarbeiterin hat die beiden auf den Fotos wiedererkannt. Sie sagt, sie hätten vor ungefähr 5 Jahren dort gearbeitet. Also ganz genau wie der dritte Tote auch. Und dieses Paar, wie heißt das Paar wirklich? Also laut Unterlagen des Casinos heißen die beiden Arne Dangler und Hanna Grundorf. Glauben Sie, dass die beiden an dem Casinoüberfall beteiligt waren? Ist anzunehmen. Tja, die beiden haben auf jeden Fall kurz nach dem Überfall gekündigt. Genau genommen 4 Wochen später. Das ist ja interessant. Ja, das finden wir auch. Nämlich anschließend verliert sich ihre Spur. Und die beiden tauchen erst jetzt wieder auf, als sie unter falschen Namen dieses Reihenhaus gemietet haben. Wie wollen Sie weitermachen? Wir sind gerade auf dem Weg zum Direktor des Casinos. Vielleicht kann der uns noch die eine oder andere Frage beantworten. Ich konnte das damals kaum fassen. Das Casino wurde ausgeraubt, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen. Das war ein echter Skandal. Ja, mit den Fakten sind wir vertraut, Herr Peschberg. Ja, und warum sind Sie dann hier nach all den Jahren? Haben Sie den Schuldigen endlich gefasst? Das nicht. Dachte ich mir es doch. 4 Millionen. Das muss ich nicht mal klar machen. Und nie wurde das Geld gefunden. Außerdem ist auch nie ein Täter ermittelt worden. Aber das Geld war doch versichert. Natürlich war es das. Haben Sie eine Ahnung, wer die Millionen damals gestohlen haben könnte? Wie ich damals Ihren Kollegen schon berichtet habe, einer meiner damaligen Sicherheitsmänner muss an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Fritz Geller. Er war der Einzige, der die Zahlenkombination zum Tresorraum kannte. Und kurz nach dem Überfall ist er verschwunden. Spurlos. Ja, so war's. Wer da noch alles involviert war, vermag ich nicht zu sagen. Man konnte niemandem etwas nachweisen. Wenn die Polizei damals ihren Job richtig gemacht hätte, dann säßen die jetzt hinter Gittern. Ja, mag sein. Aber zumindest hätten sie dann heute Morgen nicht tot im Grunde eines Sees gelegen. Wovon reden Sie da? 3 Ihrer ehemaligen Mitarbeiter wurden grausam ermordet. Darunter auch Fritz Geller, Ihr Sicherheitschef. Ja, Michael ist noch drin bei ihm. Ich sag dir eins, der Peschberg lügt. Der weiß sehr wohl, wer sein Casino damals ausgeraubt hat. Meinst du echt? Naja, das Paar hat gemeinsame Sache mit dem Sicherheitsmann gemacht. So viel steht fest. Und Peschberg hat sie getötet, um an das Geld zu kommen. Ja, aber Gerrit, die waren noch jahrelang im Ausland und hier in Deutschland haben die unter falschem Namen gelebt. Also wie soll er die ausfindig gemacht haben? Naja, einer von ihnen ist nicht gerade vorsichtig gewesen. Und zwar dieser Fritz Geller. Seine Freundin hat euch doch gesagt, dass er sich ganz gern im Casino rumgetrieben hat. Vielleicht war er wieder in einem Casino und wurde dabei gesehen. Das kann sein. Aber wir wissen ja noch nicht mal, ob das Ehepaar wirklich an dem Überfall beteiligt war. Vielleicht gab es ja damals auch noch andere Beteiligte. Ja, natürlich. Scheiße! Gerrit? Ich wurde geschossen. Ich melde mich wieder. Hey! Hey! Hey, Steven! Polizei! Hey! Ja, Gras vom K11. Gebt sofort eine Fahndung raus. Ein schwarzer Fiat fährt Richtung Innenstadt. Kennzeichen. Strich. Emil. 743. Vorsicht, der Mann ist bewaffnet. Weit wirst du nicht kommen, Freundchen. Für versuchten Mord. Da gibt's schon einige Jährchen. Sie können von Glück sagen, dass Sie Peschberg nicht getroffen haben. Sonst wäre noch ein paar Jahre dazugekommen. Ich habe auf ihn geschossen, um mich zu verteidigen. Ja, ja. Um nicht so zu enden wie meine Kollegen. Welche Kollegen? Die vom Zeugenaufruf. Die 3 Toten waren Ihre Kollegen. Wir haben mal zusammen im Casino gearbeitet, das Peschberg geleitet hat. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. 5 Jahre, oder? Waren Sie damals an dem Überfall beteiligt? Mann, Sie haben doch gesehen, was mit Ihren Kollegen passiert ist, oder? Und Ihre Aktion gerade hat auch nichts gebracht. Ganz im Gegenteil.
Also gut, ja. Wir haben damals zu viert das Casino ausgeraubt und sind dann alle ins Ausland geflüchtet. Ja, und warum sind Sie zurückgekommen? Wir hatten das Geld in Deutschland versteckt. Es war uns zu gefährlich, das mit über die Grenze zu nehmen. Ach, und da haben Sie gedacht, jetzt wo Gras über die Sache gewachsen ist, könnten Sie das Geld aufteilen? Wir dachten, wir könnten hier unter falscher Identität wieder Fuß fassen. Da haben wir uns wohl getäuscht. Peschbeck hat irgendwie Wind davon gekriegt. Ja, ich habe bloß keine Ahnung wie. Jeder von uns hatte die Kontaktdaten von jeweils einem der anderen. Sonst wusste keiner, wo wir uns aufhalten oder wie unsere neuen Identitäten sind. Wir waren so vorsichtig. Ja, aber offensichtlich nicht alle. Fritz Geller war wohl im Casino und wurde dort entdeckt. Fritz und seine verdammte Spielsucht. Jetzt wird mir alles klar. Peschbeck muss ihn in die Mangel genommen haben. Und Fritz hat dann Arno und Hanna verraten. Und die wiederum mich. Naja, vielleicht auch nicht. Sie sind ja noch am Leben. Aber doch nur, weil ich Glück hatte. Peschbeck hat mir seine Jungs auf den Hals gehetzt. Die waren sogar in meiner Wohnung. Als sie nach Hause kamen, habe ich sie gesehen und bin dann abgehauen. Ach, und da war es für Sie naheliegend, ihn zu erschießen? Bevor er Sie erwischt? Hören Sie, ich hatte Schiss. Peschbeck will sich nicht nur die Kohle unter den Nagel reißen. Der Mann will Rache, der will mich fertig machen. Also habe ich mir von einem Kumpel eine Waffe besorgt. Wo ist das Geld überhaupt? Hatten Sie es schon untereinander aufgeteilt? Nein, dazu ist es gar nicht mehr gekommen. Wir wollten erst mal gucken, ob unsere Tarnung überhaupt funktioniert. Ich habe es damals in einem Naturschutzgebiet versteckt, da musste es noch sein. Wenn Peschbeck es nicht schon längst geholt hat. Das kann ja eigentlich nicht. Ich bin der Einzige, der weiß, wo es ist. Peschbeck? Brandner hier. Olaf Brandner. Ganz genau der. Der zusammen mit seinen feinen Kollegen das Casino ausgeraubt hat und gestern auch noch auf mich geschossen hat. Dass du es wagst, hier anzurufen. Du weißt also, dass ich es war, ja? Ich kann es mir denken. Schön, dann kannst du dir wahrscheinlich auch denken, dass ich nur auf dich geschossen habe, weil du mir deine Jungs auf den Hals gehetzt hast. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber es ist sehr bedauerlich, dass dich die Polizei bei deinem feigen Anschlag gestern nicht geschnappt hat. Mir kannst du nichts vormachen. Hätten die Bullen mich gekriegt, wirst du das Geld nie wiedersehen. Und deine Rache könntest du auch vergessen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Na gut, dann stört es dich ja wahrscheinlich auch nicht, wenn ich mich den Bullen freiwillig stelle. Warum solltest du das tun? Hör mal zu. Bevor ich draufgehe, sitze ich lieber für Raub und versuchten Mord ein. Und wenn ich rauskomme, habe ich immer noch die 4 Millionen. Denn wo die sind, werde ich der Polizei natürlich nicht verraten. Du miese kleine Ratte. Vielleicht können wir uns aber auch anders einigen, Maurice. Ich gebe dir die 4 Millionen wieder. Dafür lässt du mich am Leben. Denken Sie mal dran, Sie tragen eine schusssichere Weste und wir sind ganz in Ihrer Nähe. Ihnen wird nichts passieren. Ich hab doch gesagt, du sollst alleine kommen. Denkst du wirklich, ich bin so blöd? Vielleicht willst du ja wieder auf mich schießen? Gib mir das Geld. Sofort! Was machst du denn die Drecksarbeit, Maurice? Wir hatten einen Deal. Ich scheiß auf deinen Deal. Monatelang haben alle über mich gelacht. Okay, Leute, wir greifen zu. Der große Peschbeck lässt sich von seinen eigenen Leuten aus. Das Messer weg! Auf den Boden! In Zukunft wird man noch viel mehr über sie lachen.
wenn alle Leute wissen, dass sie den Rest ihres Lebens in Haft verbringen. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie auch. Sind auch festgenommen. Sie müssen damit kommen. Maurice Peschberg und Tom Berkel wurden jeweils wegen dreifachen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Olaf Brandner wurde wegen versuchten Mordes und schweren Raubes zu 14 Jahren Haft verurteilt.